Tammes nächstes Ziel liegt 8000 Kilometer entfernt von Deutschland. Florida. Der amerikanische Bundesstaat wird auch The Sunshine State genannt. Er hält, was er verspricht. Florida begrüßt den Ostfriesen und Azubi Anton mit strahlendem Sonnenschein. Der erste Termin führt den Knochenbrecher Tamahanken und Anton zum Saddlewood Horse Club in Cape Coral. Hier haben sich zwei deutsche Auswanderer einen Traum erfüllt und eine große Reitschule mit Springparcours, Western Reitanlage und Rennbahn aufgebaut. Doch einige Ranchbewohner machen ihnen Sorgen. Hallo. Willkommen. Vertraute Töne in Amerika. Hallo Tom, ich bin Christina. Moin. Hallo Guido. Hallo Anton. Christina. Hallo Anton. Wir gehen gleich da lang in den Stall rein. Wir gehen einfach mal vor. Ja, das wäre doch schön. Die Dimensionen der gepflegten Reitanlage sind typisch amerikanisch. Also etwas größer, als man es aus Deutschland kennt. So ist das im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die beiden Deutschen haben erfahren, dass der Knochenbrecher im Land ist. Und sie haben die Gelegenheit genutzt. Was habt ihr überhaupt, was macht ihr hier? Reitschule oder? Ja. Wir haben Schulbetrieb, wir haben auch natürlich unsere Privatpferde und wir haben Einstellpferde. Wir viele haben, Kinder oder was? Ja, viele ja. Kinder. Auch Erwachsene, die wieder neu anfangen zu reiten, die lange Pausen gehabt haben. Der erste Patient ist jung und noch ein Neuling auf der Ranch. Gesundheitlich ist es eine große Wundertüte. Der Knochenbrecher soll helfen. Das ist Turk. Turk ist ein Thoroughbred. Der ist gerade 4 Jahre alt geworden und war also nicht auf der Rennbahn. Wir haben ihn gerade erst bekommen. Er ist also noch völlig grün. Er hat vielleicht 10 Ritte unter sich. Es kommt aus dem Keller, hat also da ist von einem Jockey trainiert worden oder eingeritten worden, aber wie gesagt eben ganz, ganz kurz erst. Er ist, muss definitiv auf der rechten Hand, wenn du ihn auf der rechten Hand galoppierst, sehr, sehr viel schneller als auf der linken Hand und er lehnt sich in die Kurve rein. Lauf noch mal ein paar Schritte voraus. Einmal rückwärts richten. Siehst du, da kann er mit und den kann er nicht zurückkriegen. Siehst du das? Ganz schwierige Kiste, er schlurrt. Gut. Becken und Kreuzarmbein ist das hinten. Und die haben euch den als Roh mitgegeben? Ja. Aber er hat nicht viel gebuckelt, wie ihr draufgegangen seid, nicht? Der ist nämlich vorher schon geritten. Hat, also er ist niemals... Ja, hier Vernarbungen drin, wir können gleich sehen, aber die Vernarbungen sind alt. Es ist also ein Pferd, wo schon mal einer drauf gesessen hat. Die Vernarbungen sind alt und er hat einen ganz scheiß Sattel gehabt. Darum geht er hier im Rücken hoch. Das Pferd hat durch zu frühes Einreiten Verletzungen in der Rückenmuskulatur erlitten. Leider keine Seltenheit. Doch dem fachlichen Blick von Tamahanken entgeht nichts. Die Käuferin ist offenbar betrogen worden. Die Verkäuferin ist ein Ex-Jockey, also die war selber, ist selber, hat selber ihre Rennpferde gehabt und guckt eigentlich sehr genau das Pferd, die sie also bereits gehabt hat, die dann nicht mehr im Rennen sind, dass die wieder rehomed werden, wieder in gute Hände kommen. Und war eigentlich sehr genau mit diesem Pferd, wo das Pferd hingeht. Deshalb überrascht es mich sehr wohl, dass das Pferd was hat, dass das Pferd schief ist. Das war mir völlig klar. Also, dass Tammer da Sachen findet, da war ich mir ganz, ganz sicher. Aufgrund dessen, wie er reitet und wie er sich bewegt. Was nun im Genauen, dass er da eine Vernarbung hat, das überrascht mich sehr wohl. Vorne links ganz schwierig gewesen. Geht zu Fuß. Das war die Hüfte. Ja, das hätte ich auch gesagt. Offenbar erleichtert lässt das junge Pferd die Behandlung ruhig über sich ergehen. Es scheint zu merken, dass ihm nun geholfen wird.
vergewaltigt. Zu jung. Zu jung. Ja. Nicht unüblich leider hier. Wenn Pferde den Rücken noch nicht gereift haben, dann gehen die da drauf. Und dadurch auch den Karpfenrücken und darum auch den in sich gedrehten Wirbelkranz. Komm mal. So. Ja, die ersten Schritte. So, jetzt probiert er gerade den großen Schritt wieder. Seht ihr das? Ja. Fein. Nochmal in der Runde. Komm her. So, ist fein. Jetzt geht das wieder, ne, Schnucki? Danke. Wenn ihr damit reitet, immer in die Runde. Ja. Zwei, drei Volten links, zwei, drei Volten rechts. Dann rückwärts richten, dann draufsteigen. Okay. Nächstes Mal dran denken, der rechte Huf ist entschieden flacher beschlagen wie der linke. Okay. Und es sind nicht zwei Aufzüge bei diesem Pferd angebracht, sondern einer an der Spitze. Okay. Okay. Auch hier hinten die Schenkel der Eisen etwas länger lassen und das Pferd außen mehr wegnehmen. Wenn du da so vorguckst, muss ich hier mal ein bisschen weiter herkommen, da siehst du, das ist ein X-Bein. Ja, es geht so rein. Ja. Ich meine, euer Geld ist nicht weg, das ist jetzt bei dem Schmied. Ja. Bloß, der schreit demnächst nach dem Tierarzt. Ja. Und dann geht noch mehr Geld weg. Was die Ursache vom Schmied ist. Ja, den Sattel brauchen wir ohne Decke. Was bewirkst du jetzt damit, wenn du das Pferd dann wieder jetzt nach dem Einrenken eng im Kreis drehst und mit dem rückwärts läufst? Und der hat ja immer Angst gehabt, Anton. Wenn er jetzt eine Kurve läuft, der ist immer so gegangen, eng zusammen, aber hat sich den ganz steif im Becken. Er soll aber mit dem äußeren Bein treten und mit diesem soll er so untertreten. Ja, so soll er laufen und Gewicht aufnehmen. Und das übt man an der Hand und dann auf einmal spürt er im Rücken, spürt er im Hals und dann sagt er, ey, geil, was ist passiert? Und, das die Angst und dann hältst du an und gibst ihm Vertrauen und dann fängt er an zu probieren, ein kurz, ein lang und auf einmal rafft er das und schreitet und dann ist auch gut. Wir müssen dem Pferd, das ist ja auch nur ein Mensch, dem müssen wir das beibringen. Anschließend schaut sich Tamahanken den Sattel an. Viele Kinder, die hier reiten. Ja. Der ist hier, für dieses Pferd hat dieser Sattel, da nützt uns auch kein Gelpad, vorne zu wenig Platz. Gut. Der muss im Kammerbereich höher sein. Er hat auch immer eine Scholle drauf gehabt, die zu tief liegend war. Auch eine, die nicht hier jetzt auf 16,5, der hat bestimmt 18er Sattel oder was drauf gehabt. Also einen längeren Sattel, weil hier ist alles hochgegangen. Das Pferd ist schlau, ist korrigiert. Wenn der Sattel zu niedrig ist, weil die Leute keinen Verstand haben, dann sagt er, ich will noch nicht einen Haken. Und dann lässt du die Dornfortsätze aufstellen. Und mit diesen Dornfortsätzen, musst du gucken, die stellen sich auf, wächst in Zeitraffer der Sattel mit hoch. Gibt's nur beim Pferd. Dass das Pferd Probleme hatte, das konnte ich sagen. Natürlich mit der alten Vernarbung, das wusste ich nicht. Ich war auch ganz eindeutig der Meinung, dass das Pferd wirklich gerade erst eingeritten worden war. Dass da früher Reiter drauf waren, war mir absolut nicht bekannt. Was hier so, wenn man das so sieht, gemacht worden ist, ist einfach, das Pferd ist 1,5 gewesen. Die sind draufgegangen, haben ihn getestet für die Rennen. 2,5-jährig wird das große Geld verdient. Und wer es schafft, der schafft's. Und wer es nicht schafft, geht in den Himmel. Menschlich bin ich enttäuscht. Enttäuscht es mich grundsätzlich? Nein, weil im Moment wirklich alles verkauft wird. Es ist sehr, sehr schwierig, hier ein Pferd zu finden, was wirklich ehrlich ist. In dem Fall hätte ich gedacht, dass ich einen ehrlichen Verkäufer gehabt hätte. Kann ich etwas machen? Nein, es lohnt sich absolut nicht bei dem Rechtssystem hier. Es ist witzlos. In Amerika ist ja alles anders, nicht? In Amerika ist die Welt ja noch in Ordnung. Wer keine Ahnung hat, muss Lehrgeld bezahlen. In Deutschland haben wir ja das Recht mit diesen Gewehrsmängeln nicht mehr, wie Kaiser das gemacht hat. Das war noch tolles Handeln. Da mussten die Leute aufpassen und mussten Interesse zeigen für ein Pferd. Und heute kann jede Lusche losgehen und nach 2 Jahren, wenn ihm die Kohle ausgeht, reklamiert das Pferd. Und dann kann der Züchter womöglich mit den ganzen Folgekosten, die der gemacht hat in seinem Hobby, wieder bezahlen. Es ist unmöglich, was in Europa gemacht wird.